Seid gegrüßt, Zuschauer. Ich heiße euch herzlich willkommen beim Let's Play zu Sacred 2 Eis und Blut. Ja, nach Path of Exile und Diablo 3 werde ich jetzt nun das dritte Let's Play von einem Action-Rollenspiel anfangen. Also ich hatte früher noch mehr, aber momentan sind es drei. Da Mount & Blade Warband momentan bei mir nicht anständig läuft, mache ich jetzt dieses Projekt und wird auch eine Art Hauptprojekt sein. Ich werde das Spiel komplett durchspielen, wahrscheinlich auch mit mehreren Charakteren. Aber zuerst einmal möchte ich das Spiel mit einem Tempelwächter durchspielen. Er ist für mich ein bisschen sehr innovativ und nicht zu schwer auszurüsten oder zu skillen und so. Das ist ein optimaler Start und später werde ich dann noch kompliziertere Builds euch zeigen und so weiter. Schauen wir mal kurz in die Optionen. Bei Grafik habe ich eigentlich alles Maximum, außer physische Effekte aus, weil sonst das Spiel immer abstürzt, und Anti-Aliasing aus, weil dann auch das Spiel abstürzt. Anti-Aliasing wird sowieso durch meine Grafikkarte berechnet. Das ist bei 16 mal, das ist viel mehr als hier 4 mal. Und V-Sync brauche ich sowieso nie, also sonst ist alles Maximum. Gameplay habe ich da ein paar Sachen gemacht, wie zum Beispiel die Buff, also die Buff-Darstellung habe ich ausgemacht, weil das nervt mit der Zeit. Und ja, hier aufsammeln ab blau und hier auch ab blau, mehr müssen wir hier nicht wissen. So, und hier habe ich ja 6 Lautsprecher, ich muss 7 Lautsprecher. 8 Lautsprecher muss ich machen. Weil das letzte war 5.1, das ist jetzt 7.1. Und sonst alles gut. Und die Steuerung ist eigentlich normal. Die wurde nicht. Ah doch, die wurde geändert. Ich habe zum Beispiel Items aufnehmen auf Alt gemacht, Alt-GR gemacht und Alt. Und noch Speichern auf Stück, mehr habe ich aber auch nicht so gemacht. Kleine Dinge noch habe ich auch noch geändert. So, also beginnen wir mal mit einem neuen Charakter. Und hier der Tempelwächter. Seit Anbeginn der Zeit schon sind meine Brüder und ich. Kannst du aufhören reden? Geschafft. Der Pfad des Lichtes ist geprägt durch die Suche nach Gerechtigkeit. Also wir machen zuerst das Licht, die Lichtkampagne, und hier nehmen wir sein. Wenn du bereit bist, für das Gute einzutreten und die Schwachen ja, zu schützen. Ja, jetzt die Schnauze. Testa ist sein Gott, Gott der Technik. Und wir beginnen mit Bronze. Wenn es uns zu leicht wird, können wir immer noch erhöhen. Aber weil wir das erste Mal die Kampagne einfach mal ein bisschen durchrennen, ist Bronze gut geeignet. Und hier Meisterhand unbedingt, weil wir machen ein Bild, der Nahkampf ist und deshalb nur Nahkampf, und deshalb ist Meisterhand besser. Wenn ihr das ausmacht, dann werden sich die Skills unabhängig davon auffrischen, aber langsamer. Und hier mit Meisterhand wird alles mitberechnet, dafür schneller. Jetzt können wir können leider keine Haare oder so machen. Bei den anderen Charakteren können wir andere Haare anpassen. Also zum Beispiel hier können wir viel anpassen. Deshalb machen wir Tempelwächter einfach nur den Dämonen schön rot so. Und wir benennen ihn, ja, Drago Basler, mehr kann ich ja nicht unbedingt. Wir könnten ihn Terminator oder so nennen, aber wir lassen ihn Drago Basler. Und das Intro werde ich überspringen, das könnt ihr überall anschauen, das ist ein bisschen lang und stört nur das Let's Play, aber das Extra und sonstige Videos werde ich zeigen. Und irgendwie ist es noch ein bisschen leise, aber ich kann es nicht ändern, also sorry. Könnt ihr am besten die Videos dann einfach bei YouTube eingeben. Und dann schauen. Die sind hier so am Ausgraben nach irgendwas. Mal schauen, was sie denn ausgraben. Wir nun schon hier herum. Und was haben wir bisher gefunden? Ein paar Tonscherben und eine Pfeilspitze aus Bronze.
Ich habe es langsam satt, immer nur im Staub und Dreck zu wühlen. Da kommt er. Aktivierung erfolgreich. Du wurdest deaktiviert und versteckt, um dann in die Geschicke der Welt einzugreifen, wenn die Zeit gekommen ist. Geh und erfülle nun deinen Auftrag. Oh, hat mich ausgelöst. Schau dir das an. Das gibt's doch gar nicht. Kann das sprechen? Keine Ahnung. Das ist sicher wieder so eine Erfindung der Inquisitoren. Die basteln doch ständig an solchen Monstern herum. Lass es uns schnell umbringen, solange es noch nicht ganz wach ist. Ja, jetzt müssen wir kämpfen. Ah, wir können sogar schießen. Aber wir treffen nicht. Es ist doch ein bisschen zu laut. Irgendwie war es im Hauptmenü nicht so laut. Sollte jetzt eigentlich angemessen sein. So, mit X kann man so ein Reittier, also ein Gepäckträger. Ah, komm, hier, beschwören. Da kann man Kisten für alle Charaktere nehmen, machen. Und dann haben wir hier schon mal die erste Ausrüstung. Weil es ist recht zäh am Anfang, bis man Angriffswert hat. Damit man überhaupt trifft. Aber später, also es wird relativ schnell besser. Dann werden wir einfach mal eine Startausrüstung hier benutzen. Und später dann die Items selber suchen. So, Angriffswert sehr wichtig am Anfang. Und hier haben wir noch ein paar Heiltränke. Auch wichtig am Anfang. Und hier noch ein paar Skills, die sind so in Runenform. Und ja, die muss man einfach dann rechtsklicken und dann hat man die Skills. So, Kampfarm haben wir. Kampfschild haben wir auch. Okay. So, was benutzen wir denn? Schöpfungsschlag. Ein Nahkampfarm. Kampfarm. Wenn wir jetzt den benutzen. Ich weiß nicht, ich kenne nur den Kampfarm. Und hier haben wir einen Buff. Die Buffs müssen wir hier hin tun. Und die halten immer. Bisschen leiser. So. Die Buffs werden einfach unsere Regenerationskraft der Skills ein bisschen erhöhen. Wenn wir nicht allzu viel skillen auf die Buffs, wird er aber angemessen sein. Und wir haben Flammenwerfer. Den Skill mag ich schon vom Zwerg, vom ersten Teil. Recht effizient. Aber leider ist im Moment, also, ja, man kann ihn schon richtig gut skillen, klar. Aber als Nahkämpfer ist er leider sehr schwach. Darum skillen wir den mal noch nicht. Hier haben wir jetzt die Lebensenergie und das Schild. Wenn das Schild weg ist, schützt es uns nicht mehr, also reduziert nicht mehr den Schaden. Und hier das Grüne ist die Erfahrungsleiste. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Lol, wir haben Care genommen. Ich habe doch nicht Care genommen. Mist. Okay, dann wechsle ich noch mal kurz und komme dann wieder zurück. So. Ja, bis gleich. So, Dele, wahrscheinlich wegen dem Charakterwechsel, dass wir andere Klasse gewählt haben, ist alles wieder zurückgesetzt worden oder so. Vor allem hatte ich böse Kampagne und Care als Gott, also irgendwie check ich das nicht. Aber egal, ja, die nehmen wir auch mit. Okay. Kurz speichern. Und der hämmert die ganze Zeit hier drauf. Aha. Und die chillen hier.
Wollen aber nicht reden scheinbar. Und hier sind noch ein paar Gegner. Ah ja, nehmen wir den Kampf an. Der andere habe ich nicht mehr als Rune gehabt, weil wir die ja schon eingesetzt haben. Hab's zu spät gemerkt. Diese verwitterte Statue stellt wohl eine längst vergangene Heldin dar. Die längst vergangene Heldin. Oh. Selbst schön flüssig auf 43 FPS. Und ohne Fraps habe ich sogar 120 FPS, also richtig gut. Je nachdem, wie viele Effekte auf dem Bildschirm sind und so, könnte es unter ja, 25 mal geraten, aber Hauptsache flüssig. Hey du, ich oder wir haben unser Besitz vergessen. Du musst doch mal zurück. Ein Hologramm redet mit mir. Ah ja, seht ihr jetzt den Arm hier? Wenn wir das ausgerüstet haben, nur ausgerüstet haben, den Skill, nicht eingesetzt oder so haben, haben wir einen dritten Arm. Da wir auf einer Seite, ja, einen Nahkampfarm oder einen Fernkampfarm haben, können wir nur eine Waffe tragen. Aber das ist gut. Ich glaube, auch zwei Hände können wir nicht tragen. Und zwei Waffen. Das war eigentlich der Hauptgrund, wieso ich nie einen Tempelwächter genommen habe. Oder nur angetestet habe. Aber es gibt noch andere Vorzüge, die recht nett sind. Dann will ich jetzt den Tempelwächter mit euch spielen. Auch weil es mein der Charakter ist, von dem ich noch wenigsten weiß. Da kann ich mit euch ein bisschen lernen, wie sich so der Charakter spielt. Was es so alles macht. Jo. Also wird sehr spannend, also auch die Story wird ein bisschen spannender durch ihn, weil er ja nicht gerade ein 0815 Held ist, sondern eine richtige Kampfmaschine. Ja, das wird noch gut. Wir werden so gut wie möglich alle Quests machen, die vom Charakter sind, also Charakterquests. Und auch schöne Nebenquests machen. Aber ja, eventuell die Nebenquests, weil ich nicht alle finden kann, wahrscheinlich erst in Silber oder Gold. Mal schauen, da macht es auch ein bisschen mehr Spaß. Ich werde hauptsächlich jetzt einfach mal durchrennen. Ja, rennen ist es nicht, aber nicht gerade überall hingehen und alles anschauen. Das können wir dann später noch genügen. So. Und Peng, das war ein Doppelschlag. Also ein Angriff, ein Treffer, aber zweimal Schaden hat der Gegner bekommen. Und das ist wegen dem Kampfarm. Und später können wir den Kampfarm noch ausbauen, dass er häufiger Doppeltreffer macht. Und dadurch ist er extrem effizient. Waldläufer McKelliel. Stellt den Wilderer, der die Schildkröteneier geklaut hat, und bringt die Eier zurück. Das könnt ihr noch lesen. Ich muss hier angreifen. Der mich angreift, so. Ja, diese Texte, das obere lese ich vor, das untere könnt ihr selber lesen. Am besten könnt ihr einfach mal auf Stopp klicken und dann könnt ihr es in Ruhe lesen. Weil das meistens nur ein bisschen eine Geschichte erzählt. Also das Wichtigste ist einfach da oben. Der erste Strang. Hier ist der Dieb. Okay. Das Wasser ist mega laut. Ja, irgendwie ist nicht alles so gut angepasst. Also, weiß nicht, was ich ändern soll, damit das Wasser nicht so laut ist, dafür irgendwas anderes lauter. Das kann man halt auch nicht ändern.
Tut mir leid. Der ist mega langsam, irgendwie hat er minus Bewegungsgeschwindigkeit von einer Rüstung. Ja, Geschwindigkeit minus 30, minus 12. Ja, dann ist klar. Sorry, aber ich will die Ausrüstung schon tragen. Hier können wir noch ein paar Infos sehen. Gelöste Quests 5. Aha, das sind so einzelne Quests gewesen am Anfang. Und diese eine Quest hier. Okay. T-Kampfschild haben wir, glaube ich, schon. Ah ja, müssen wir noch ausrüsten. So. Ja. Hier haben wir noch die Fertigkeiten, Attribute. Das werde ich nachher beim ersten Level up zeigen. Hier haben wir ein Logbuch, da können wir lesen, was wir für Quests haben, welche wir erledigt haben und wohin wir müssen. Bücher findet man überall auf der Welt, kann man dann lesen. Und Erfolge sind halt Erfolge, ja. Zum Beispiel hier, ein Held hat zum ersten Mal etwas eingeschmiedet. Der Tempelritter habe ich noch nicht. Das lebende Monument ist es wahrscheinlich. Ja, wir müssen Stufe 15 erreichen. Okay. Ja, hier unten kommen die Relikte rein. Die finden wir auch. Die geben Resistenzen. Und Bonus zu einer Fertigkeit. Und ja. Die kann man dann umswitchen hier. Da kann man für jedes Element eine Resistenz machen. Wenn man wenigstens ein bisschen noch geschützt ist, wenn man einen starken Gegner bekommt. Der zum Beispiel Feuerschaden macht, einfach Feuerrelikte, Reliquie ausrüsten. Aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt so bei einem Nahkämpfer. Wir halten viel aus. Wir werden viel aushalten und das Energieschild ist sowieso noch dazu. Wir brauchen eine schnellere Waffe vor allem. Oder hat das auch eine Minus-Angriffsgeschwindigkeit? Wir haben so langsam. Wir chillen hier einfach mal ein bisschen. Oh. Schändung, ein Skill für den Inquisitor. Er ist auch interessant. Auch eine interessante Charakterklasse. Also 0815 Charakterklassen gibt es hier gar nicht. Das sind alles komplett neue Skills, also fast alle.